Gäbe es ein Stimmungsbarometer für die Helium-Community, dann würde ich sagen, dass es jetzt aktuell ein bisschen angespannt ist. Ich bemerke so zum Beispiel anhand von den Chats, den Gesprächen in der Telegram-Gruppe, dass die Leute schneller die Nerven verlieren oder genervt sind, weil sie sich irgendwie emotional beeinflussen lassen von dem Helium-Preis, was ich auf der einen Seite verstehen kann, da man natürlich hohe Beträge investiert, um hohe Beträge wieder rauszubekommen in Helium. Aber auf der anderen Seite, es gibt nun mal Phasen, wo es nicht so gut läuft und damit muss man einfach leben, vor allem wenn man im Kryptobereich ist. Und wir sind von $44 auf $20 gegangen, was natürlich ein großer Wertverlust ist, teilweise zwischenzeitlich. Wir erholen uns aktuell, aber wer weiß, wie lange das noch gehen wird und wer weiß, wo das der Preis, wo die Preisreise enden wird am Ende. Fest steht aber, wenn wir uns hier die Fakten mal anschauen, dann ist eigentlich dann sind die durchschnittlichen HNT, die ausgezahlt werden, in den letzten, also seit Mitte Dezember eigentlich relativ gleich geblieben. Somit muss man aufpassen, wenn man sich sozusagen anschaut, wie viel der Hotspot macht, dann darf man nicht nur den Dollarwert dahinter sehen, denn wenn man den Dollarwert dahinter sieht, dann ist es klar, dass man das Gefühl hat, dass man weniger verdient. Aber wenn man sich anschaut, wie viel HNT zusammenkommt, das ist meiner Meinung nach das, was man berücksichtigen muss. Und es gibt auch Leute, die haben zwischenzeitlich ihre Ethereum- oder Bitcoin-Miner unprofitabel laufen lassen, haben mehr Geld für Strom ausgegeben, als sie eingenommen haben, weil es halt eben diese Dürreperioden gibt, in Anführungszeichen, der Coin, das Token, was man meint, einfach nur nicht so wertvoll ist. Das Ganze geht aber hoffentlich vorbei. Das ist nämlich der Grund, warum du in Helium eingestiegen bist. Und deshalb versuche ich einfach nur euch zu sagen, das ist don't hate the player, hate the game, aber don't hate the game, weil das gehört einfach nur dazu. Und das ist eine Phase, die wir dann hoffentlich alle überbrücken werden bald. Also ich meine, ich bin der festen Überzeugung davon. Ansonsten wäre ich nicht so in Helium involviert, aber das ist ja nur meine Meinung. Und das sollte dieses ganze Video auch gewertet werden. Also klar haben wir von Tag zu Tag immer mehr Hotspots auf dem Planeten. Somit muss der große Heliumkuchen an immer mehr hungrige Münder verteilt werden. Aber wie ihr sehen könnt, es ist nicht so, als ob die Rewards, die ausgeschüttet werden, schlagartig eingebrochen sind. Klar, im Vergleich zu Oktober ist es natürlich runtergegangen. Aber meiner Meinung nach, wenn man weiß, was man tut mit seinem Miner und das richtige Setup hat, dann ist es trotzdem nicht so schwer, immer noch überdurchschnittlich zu verdienen. Sprich, mehr als 0,14 pro Tag an HNT zu verdienen. Und damit das auch gelingt, braucht ihr meistens eine Antenne, also die mitgelieferte Antenne vom Hersteller drinnen aufstellen ist in den seltensten Fällen eine gute Idee. Für omnidirektionale Antennen schaut beim Helium Hotshop vorbei. Dort findet ihr auch gute Kabel und Fensterdurchführungen, wenn ihr kein Loch bohren wollt. Meiner von Linkstot und von Brauen, die allerdings eine Weile brauchen, bis sie ankommen. Dafür zahlt man keine Scalperpreise bei eBay. Findet ihr mit dem Link in der Beschreibung und mit dem Discount-Code CryptoMarco bekommt ihr da auch einen 3% hohen Rabatt. Allerdings, Achtung, bei Brauen muss man die Lieferfrist von Anfang März zustimmen. Bei Linkstot ist es April 2022. Kann natürlich durchaus passieren. Wahrscheinlich ist es auch, dass es sich verschiebt, weil einfach nur der Bedarf an die Nachfrage an den Geräten wahnsinnig hoch ist und Chipknappheit herrscht. Ansonsten, was das Helium-Netzwerk angeht, habe ich jetzt aktuell keine großen Bedenken, dass das demnächst Anwendung finden wird. Das ist hier alles Pioniersarbeit, was so in das erste Mal im Verlauf der Menschheitsgeschichte so aufgebaut wird. Das Internet of Things Devices. Auf all den grünen Stellen hier auf dem Planeten miteinander vernetzt und verbunden werden. Deshalb kann es durchaus zu Wachstumsschmerzen kommen, dass mal die Blockchain eine Notbremsung einlegen muss, dass die API irgendwie abgedatet werden muss. Da ist ja eine Lösung, ein Ansatz, das Ganze zu lösen, dass wir die Light-Hotspots bekommen, damit die Blockchain entlastet wird, damit es nicht jeder einzelne Miner ständig eine Kopie von der Blockchain haben muss. Also da gibt sich Helium auf jeden Fall Mühe und wenn es da mal Probleme gibt, dann darf man jetzt nicht toxisch werden, weil wie gesagt, das ist meiner Meinung nach einfach nur eine Pioniersarbeit. Und hier auf Reddit habe ich gesehen, Helium hat Costco, Toyota und Volvo als Clients gewonnen. Also eigentlich sind das gute Nachrichten
Und wer von euch derzeit frustriert ist, weil sein Miner nicht funktioniert, dem würde ich wirklich empfehlen, sich zu informieren über die korrekte Aufstellung von einer Antenne, welche Antenne da Sinn macht, welches Kabel da am meisten Sinn macht und vor allen Dingen auch, wie man den Relay-Status behebt. Da habe ich ein Video gemacht, wie man sich in die Fritzbox einloggt und den Port 44158 öffnet. Aber wenn das nicht funktioniert, dann ist die zweite Option immer, immer, immer den Internetprovider anrufen und zu sagen, hey, kann es sein, dass ich eine dynamische IP-Adresse habe, die mir nicht erlaubt, den Port 44158 offen zu haben? Könnt ihr mich vielleicht eine IPv4 anbieten, die eine öffentliche IP-Adresse ist, wovon es nur eine begrenzte Anzahl auf der Welt gibt und es gibt aktuell mehr Internet of Things Devices als diese IP-Adressen. Von dem her, wenn man es selber nicht schafft, schaut mal rein, ob ihr eurem Internet-Provider da helfen könnt, beziehungsweise ob ihr euch vom Internet-Provider helfen lassen könnt. Es gibt auch, habe ich gesehen, auf Kleinanzeigen und auf Facebook HNT-Services. Leute, die das für euch machen, das soll ganz gut klappen, habe ich gesehen, aber wer zum Beispiel darauf keine Lust hat, der kann sich auf Linode einen, wie heißt es nochmal, einen VPS-Server, ich weiß jetzt den genauen Ausdruck nicht, einrichten. Das soll die ersten 60 Tage, glaube ich, umsonst sein. Und dazu kann man sich auch eine Mango-Box kaufen. Und wer von euch da fit genug sich fühlt, um das Ganze selber einzurichten, ich werde euch auch diesen deutschen Artikel hier verlinken, wo das ganz ausführlich erklärt wird. Vielleicht werde ich dazu auch mal ein Video machen. Allerdings hatte ich das Glück, dass ich beim Port Forwarding nicht unbedingt diese Probleme hatte. Deshalb habe ich selber diesen ganzen aufwendigen Prozess von einem eigenen Server erstellen nicht durchgemacht. Wie ihr sehen könnt, da ist einiges an Arbeit zu vollbringen und dazu gibt es auch anscheinend ein YouTube-Video, wer von euch da reinschauen möchte, wer von euch das hartnäckige Relay-Problem hat und es nicht geschafft hat, beim Internetanbieter erfolgreich das zu beseitigen, dem würde ich empfehlen, da reinzuschauen. Ansonsten vielleicht auch im Discord-Server bei uns auf Twitch und auf YouTube im Stream diskutieren wir auch diese Fragen. Also checkt auch auf jeden Fall den Link in der Beschreibung und denkt doch daran, die korrekte Antenne auszuwählen. Da gibt es hier diese Zusammenfassung von diesen englischsprachigen YouTuber, die ich sehr gut gefunden habe. Man muss sich das Ganze wie ein Donut vorstellen, der um die Antenne herum in die Umgebung strahlt. Also wenn man zum Beispiel auf einer hohen Position ist, auf 100 Meter und die meisten Hotspots sind unter dir, dann würdest du mit einer 9 dBi Antenne eher vorbeistrahlen. Deshalb wäre zum Beispiel eher eine 5 dBi Antenne auf hohen Positionen eher das richtige Mittel. Wie ihr hier sehen könnt, High Gain auf einer Gebäudespitze könnte zum Beispiel falsch sein und ich finde einfach nur für jeden, der neu ist, ist sowas eine sehr gute Veranschaulichung, weil wir reden so viel über Antennengewinn und DBI, da geht sowas manchmal ein bisschen unter, beziehungsweise man stellt es sich manchmal ein bisschen schwer vor, aber wenn ihr euch das so vorstellt als einen Donut, der in die Umgebung strahlt, dann glaube ich, kann man das Ganze ganz gut verbildlichen. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr aktuell Probleme habt, dass euer Miner nicht gut funktioniert, checkt eure Kabel, euren Relay-Status, ob der Port offen ist. Wenn nein, ruft mal Internet-Provider an. Es gibt auch dafür Lösungen und sogar Services, die ich jetzt in diesem Video nicht bewerben werde, weil ich die selber nicht getestet habe. Aber ich habe vom Hörensagen gehört, dass auf Facebook bzw. auf Kleinanzeigen Leute, die gut unterwegs sind, also IT-Kenntnisse haben, das anbieten, weil für den normalen Durchschnittsbürger ist sowas eher ein Hexenwerk und außerdem auch, wenn da etwas schief geht, dann ist das auch schwer, das selber hinzukriegen. Aber ich wollte es euch einfach mal gezeigt haben und euch einfach mal sagen, dass die Situation meiner Meinung nach weit davon entfernt ist, so kritisch zu sein, wie es sich die meisten ausmalen. Klar ist man so ein bisschen geankert auf dieses Preisniveau, was wir vorher hatten, von 50, 40 Dollar, aber ich meine, ich bin da schon so lange dabei, ich gehe immer davon aus, dass jeder dieses Mindset hat, dass man durch diese roten Täler einfach durch muss. Ich persönlich muss auch sagen, viele Crashes gehen an mir vorbei, weil ich einfach nur einmal einzahle und dann meine
eingezahlten Mittel mehr oder weniger vergesse, teilweise auch aus steuerlichen Gründen. Aber ja, keep cool, es ist alles gar nicht mal halb so wild. Schauen wir dann mal, wer im heutigen Video als Gewinner gezogen wird. Wir haben einmal den lieben DJ26, der schon seit 2017 dabei ist, also an dieser Stelle geht ein dicker Kuss raus. Und dann hier zwei Videos an einem Tag sind hochgeladen worden, also machen wir hier einen Münzwurf. Weiß jemand zufällig die großen Unterschiede? Keine, läuft alles super und ist online. Oh, lustig, dass wir so einen Kommentar hier bekommen. Wir haben ja gerade über IPv4 gesprochen. Und ich würde sagen, da ich auf Anhieb einmal eine Litecoin-Adresse gezogen habe und einmal keine Litecoin-Adresse, bekommt der VLAX heute den Zuschlag. Denkt daran, immer zu euren Kommentaren eure Litecoin-Adresse zu posten, damit ihr beim Gewinnspiel teilnehmen könnt, Leute, und ein bisschen verzauberte Litecoins gewinnt. So, dann ist das Ganze verschickt worden und wie gesagt nochmal, alles meine persönliche Meinung und keine Finanzberatung, also vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, abonniert den Kanal mit Glocke, um die Streams nicht zu verpassen und bis bald, ciao.